Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu der lang ersehnten Pokémon Randomizer Nuzlocke Challenge. Ich hoffe, dass es jetzt geklappt hat mit dem Randomizen. Das werden wir jetzt gleich zusammen überprüfen, aber zunächst einmal gehe ich mit euch die Regeln durch. Und die werde ich euch nochmal einblenden jetzt hier im Video, im Idealfall, wenn ich es hinkriege. Ich habe jetzt hier noch Soul Silver stehen. Ich bin jetzt auf Hard Gold rüber gewechselt, just for fun. Und die erste Regel ist, wir werden uns pro Route immer nur einen Encounter fangen und das muss dann halt immer der erste sein. Es sei denn, wir werden dann das Pokémon schon haben oder halt eine aus der Entwicklungsreihe, dann fangen wir es nicht. Dann eigentlich schon die zweite Regel gleich mit inbegriffen. Von jeder Entwicklungsreihe ist so gesehen immer nur ein Pokémon erlaubt. Es muss das erste Pokémon gefangen werden. Es sei denn, ich besitze es oder es ist halt schon K.O., das habe ich auch schon mal erwähnt. Und wird ein Pokémon in einem Kampf besiegt, landet es in der Box und darf tatsächlich nicht verwendet werden. Das heißt, Pokémon weg, ab in die Box und das war's. Ja, legendäre und mysteriöse Pokémon werde ich komplett ausschließen. Pseudo-legendäre würde ich mir erlauben, also Despot, Brutalanda etc. Jetzt ist es so, mit den Items würde ich das nur dann verwenden, wenn der Gegner das macht. Das heißt, wenn ich sehe, dass in Arena-Kämpfen drei Hypertränke gezündet werden, dann darf ich auch drei Hypertränke benutzen. Wenn keine Hypertränke benutzt werden oder generell keine Items benutzt werden, dann darf ich natürlich auch keine benutzen. Das Einzige, was ich hier noch machen würde, ist vielleicht, dass ich mir die Beeren reinpacke, dass ich die Beeren nutzen kann. Völlig normal. Wenn ich im Kampf alle sechs Pokémon verlieren sollte, dann ist die Challenge vorbei. Dann fangen wir das tatsächlich von vorne an, dieses Format. Und der Ziel ist natürlich der Champ-Titel. Und ich denke, dass jetzt soweit alles klar ist mit den Regeln. Ich schreibe sie nochmal unten in die Beschreibung rein und ja, kann ich dann kurz das hier zuklappen. Würde ich sogar sagen, dass wir jetzt auch direkt loslegen können mit der Extraportion an Dialogen. Keine Ahnung, wie ich das Mic hier so halten muss, gerade wieder ein bisschen unbequem. Der Text ist natürlich derselbe wie in jedem anderen Pokémon-Spiel. Da werde ich jetzt das nicht extra noch vorlesen oder sonst irgendwas, sondern ich werde das alles ein bisschen upspeeden, weil die Story kennen wir jetzt schon von Soul Silver. Und deswegen werde ich da jetzt nicht wirklich alles vorlesen und versuchen zu entertainen, sondern ich bin jetzt gespannt, welche drei Pokémon auf uns warten werden. Okay, ich hätte die Schrift wieder ein bisschen upspeeden sollen. Wie gesagt, im Idealfall sind jetzt alle Pokémon randomized. Also, sprich, jetzt könnten wir, keine Ahnung, drei Mewtwo's zur Auswahl haben. Sollten wir drei Legendäre haben, muss ich dann die Räume zu randomisen. Aber ich glaube, so ein Pech oder Glück gibt es hier nicht. Schauen wir mal, was haben wir hier? Oh, Blinkfang ist das erste. Also ich glaube, das mit dem Randomizen hat geklappt. Ja, Zapdos hat sich dann dadurch erledigt. Dürfen wir nicht. Und Krippo. Ja, dann würde ich sagen, wir beginnen mit Krippo. Weil das Problem ist, Zapdos dürfen wir nicht und Blinkfang. Ja, könnte vielleicht ein bisschen zu schwach sein. Was geben wir denn für einen Namen? Hippok sieht aus für mich wie... Ach, einfach mal so ein Random. Das ist so ein Tristan. Nehmen wir den einfach Tristan. So, passt. Ja, wir sind damit zufrieden. So. Und jetzt schauen wir gleich mal. Achso, der erste Kampf, der zählt noch nicht. Also, selbst wenn ich den verlieren sollte, die Challenge beginnt, habe ich jetzt noch vergessen zu erwähnen, die Challenge beginnt nach dem ersten Kampf. So, weil alles davor, der kann jetzt zum Beispiel einen Mewtwo haben und mich mit einem Schlag wegklatschen oder was weiß ich, das wäre ein bisschen lahmarschig, dass ich dann so gesehen am Anfang diese ganzen Dialoge gemacht habe und dann werden wir da weggeklatscht. Das zählt nicht. Ne, es geht erst dann los. Oh. Was ist denn jetzt schon wieder? Okay, Pokémon holen. Ah, erstmal wollte ich Option nochmal. Auf 3, genau.
So, dann quatschen die ein bisschen schneller. Und ich bin gespannt, welche Pokémon wir uns fangen werden. Ja, und natürlich muss ich warten, bis wir die Pokébälle haben, weil sonst hat das ja alles gar keinen Sinn. Ja, ich weiß, wie die Telefongespräche funktionieren. Das musst du mir nicht nochmal erklären und auch nicht tausendmal. Ach, du heiliger Bimbam. Aber wie gesagt, gut, dass ich das jetzt abspeede. Die Story kennen wir, glaube ich, alle inzwischen. Und ja, also alles, was jetzt kommt, das zählt nicht. Ja. Es wäre jetzt in dem Fall Igelava gewesen. Wow, super. Aber wir fangen erst dann, wenn wir Pokébälle haben. Beziehungsweise dann das, was da auftauchte, das zählt dann. Alles davor zählt nicht. Mammutell, wow, wäre auch cool gewesen. Okay. So. Auch wenn wir jetzt verlieren sollten, sterben sollten, ist das alles nicht so schlimm. Jetzt ist es egal, wir können eh nichts machen, wie gesagt. Allein schon an deswegen. Oh. Weil wir keine Bälle haben. Wunderbar. Ich bin echt gespannt, welche Pokémon wir uns... Och, du heilige Scheiße. So. So, tschüss. Ab dafür. Was wäre es hier gewesen? Okay, ein Charmian. Aber wie gesagt, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, bis wir die Pokébälle haben. Ich trete uns mit diesem Team. Okay. Das wäre natürlich ein OP-Pokémon. Ningatom hatte die besondere Fähigkeit, es kann nur von sehr effektiven Attacken getroffen werden. Und dann, wenn es natürlich getroffen wird, ist es dann hin. Das hat nur ein KP. Aber ich habe es mir jetzt gedacht, ich werde es mir nicht verbieten. Also man hätte es mir eigentlich für die Challenge halt verbieten können. Aber ich würde es jetzt nicht machen. Man könnte jetzt auch wieder denken, Walzer verbieten und. Das wäre alles mega schwer, aber... Dafür, dass es meine erste Randomizer Nuzlocke Challenge ist. Mal gucken, wie lange wir es schaffen. Jo, hau rein. Danke für deine Nummer. Werde ich eh nicht brauchen. Ja. Super, dann wird es jetzt gleich, wenn wir nicht vorher gequatscht werden, gleich losgehen mit dem ersten Fight. Maskregen. Was haben wir eigentlich für Attacken? Kung-Fu-Streu, Schattensprung. Oh, gar nicht mal so schlechte Attacken. Flucht gescheitert, lol. Flucht gescheitert. Ey, das gibt's doch hier nicht, diese... Oh, Kindfunk, da ist nicht OP, aber das sehen wir ja dann. Okay. Schauen wir, ob wir eine Chance haben gegen unseren Rivalen. Yo. Yo. Aber wie gesagt, das zählt noch nicht. Bedroher. Wir machen Erzwinger. Kann auch sein, dass er erstmal nur Scheißattacken hat. Wir gehen trotzdem auf Konfliktstrahl. Okay, er fängt an, Feuerzahn. So viel zum Thema Scheißattacken, aber hat nicht getroffen. So. Schauen wir mal. Wie das jetzt ablaufen soll. Gut, dass wir Konfliktstrahl haben. Alter Schwede, das ist jetzt richtig eklig geworden. Goll. Ich wollte nur mal ganz kurz sicher gehen, ob jetzt Groll das ist, was ich denke. Attacke. Groll, AP der letzten Gegner. Ja, ich will jetzt keine AP senken. Ich dachte eigentlich, das verbrennt ein Pokémon. So, Schattenstoß. So, Damage dritten. Was ist denn jetzt, Digga? Der muss sich selbst erledigen, weil sonst haben wir ein Problem. Nochmal Schattenstoß.
Krieger bin dann, Alter. Wenn er uns einmal mit Feuerzahn trifft, okay, aber das Glück scheint auf unserer Seite zu sein. Verfolgung. Weiß ich nicht, wie das tut. Okay, jetzt ist er schneller. Ach, Schattenstoß wahrscheinlich eine Prima-Attacke, deswegen. Ja, okay, aber wir haben easy gewonnen. Aber da haben wir echt Glück gehabt, ja. Ja, der Krit am Ende war okay. Schattenstoß ist eine Prima-Attacke. Na, sind wir schon Level up? Wey, Level up! Wollen wir mal gucken, wie lange Kripp-Buck in unserem Trip-Team bleibt. Und noch ein Level up, juhu! Oh, eine neue Attacke. Finte. Finte ist 60. 60er Base, ja. Verfolgung mit 40er Base. Richtig große Chance beim Austauschen. Ja, das ist egal. Machen wir Finte rein. War eine bisschen bessere Attacke. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Ja, dann würde ich sagen, auch zum Professor. Und ja, wir sagen erstmal, dass wir wieder einmal gegen Mickey Maus gekämpft haben. Obwohl diesmal war es, glaube ich, Donald Duck. Ja. Ich glaube, diesmal war es Donald Duck. Mickey Maus haben wir komplett erledigt. Ah, verdammt. So. B. O. N. A. L. B. Ja, diesmal war es Donald Duck, definitiv. Donald heißt er, ja. So. Tja, das ist natürlich wieder Dialoge des Feinsten. So, jetzt geht's los mit dem Pokémon fangen. Oder muss ich nochmal mal Bescheid geben? Weiß ich gerade nicht. Was kommt denn jetzt? Ah, okay, das Tutorial. Okay, aber hier ist natürlich kein random Pokémon, sondern sie wird natürlich so ein Visu oder so eine Kacke stoßen oder was. Das kann nämlich kein random sein. Dann soll das Spiel crashen. Und drin. No. Okay. Dann fangen wir uns mal ein paar Pokémon. Hätte ich gesagt. Das zählt jetzt. Das können wir uns fangen. Was ist es? Es ist ein Marshock. Oh Mann, ich dachte, das wird ein Kugel oder so. Okay, wir müssen es auf jeden Fall erstmal schwächen. Wir gehen auf Schattenstoß. Okay. Der ist natürlich jetzt draufgegangen, der ist natürlich nicht so schön. Beutel. Ja. Okay, bleibt nicht drinnen. Bleibt nicht drinne. Bleibt nicht drinne. Ja, das war's. Der Encounter ist weg. Danke für gar nichts. So. Das heißt, wir haben hier einfach Pech gehabt. Einfach alle Bälle weg. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir das so machen, dass ich mir zumindest die Bälle nochmal hier ercheate. Weil ich habe keine Lust, jetzt ehrlich gesagt, so auf diese Geschichten mit dem, ja, mit dem Fangen oder Nicht-Fangen, ob das klappt oder nicht, und, ja. Dann würde das auch gehen, aber was für, wie viele Encounter jetzt hier wieder aufgetaucht sind, Lo? Haufen? Wie viel? Okay, wir kaufen jetzt erstmal kurz Bälle, weil ich will jetzt doch ein Pokémon fangen. Und zwar, wir gehen jetzt hier hin. Die Route ist weg. Ich hoffe, dass wir jetzt hier mehr Erfolg haben. Oh, wenn nicht, dann stehen wir mit Kripp-Buck gleich gegenüber dem nächsten Trainer. Und nur Kripp-Buck. Und das ist ein bisschen blöd. Darauf habe ich ehrlich gesagt wenig Bock. Und ja, schauen wir mal. Was ist das? Was ist das? Ja, Digga, was warum? Digga, warum hat man schon sowas gesehen wie Igelava Mountain Trail, Digga? So, egal. Schattenstoß.
Man muss ja nehmen, was man bekommt. Ich weiß ja gar nicht, wie sich dann wieder zu Kangolos weiterentwickelt. Da kurz nach. Okay. Bälle. Nicht geklappt. Es bleibt drin. Hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Okay. Versuchen es nochmal zu schwächen. Okay. Ist im roten Bereich. Jetzt aber komm. Ey, das gibt's doch nicht. Ich will nur einen Tangela und kein legendäres Pokémon, Mann. Das, ey, da kennt das Ding überhaupt. Warte mal, ich werf mal jetzt die Pokéball in den Arm. Da kennt das überhaupt. Was hat das für eine Catcher, Dinger? Eins, zwei. Endlich! Wow, wir haben Tangela gefangen, Alter, ich dreh durch. Wow, reines Pflanzen-Pokémon. Scheiße, ich hätte den eigentlich irgendwie Opfer nennen müssen oder so. Ja, und Kindwurm ist uns natürlich verwirrt geblieben. Na klar. Kindwurm wäre ein bisschen besser, aber nur ein bisschen, egal. Wir beschweren uns nicht. Wir beschweren uns nicht. Heilen erstmal und wir bereiten uns jetzt für den nächsten Trainerkampf vor. Ich bin echt gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Tangela brauchen wir nicht. Charmian, ja, okay, ich glaube, diese Wiesen sind hier eh Katastrophe. Das ist Route 30. Ja, ja, aber machen wir natürlich, ne? Na, das ist hier eine andere Route. Kämpfen wir mal gegen ihn. Wollen wir mal schauen, ob wir jetzt schon die Nuzlocke-Challenge verlieren oder ob es beim nächsten Mal weitergeht. Okay, Beutler. Das sollte man eigentlich relativ gut besiegen können. Konfustrahl? Konfustrahl, also Kipop ist schon ein mies gutes Pokémon als Starter. Dadurch, dass wir gar keine Schwächen haben. Bei den Kriegtypen gab es ja gar nicht. Ja, Tackle kannst du so viel versuchen, wie du willst. Haben wir sehr viele Immunitäten. Und ja, an sich stehen die Sterne gar nicht so schlecht. Boah, Fink war richtig gezogen. Und jetzt erledigt er sich selbst mit Dings. Und der Verwirrung. Nicht schlecht. Nein, 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 nein. Bloß keine Telefonnummer, Bruder. Habe ich zufällig einen Paraheiler jetzt schon irgendwo was gefunden? Nee. Und nochmal zurück. Wie gesagt, beim nächsten Mal werde ich alle Bälle haben und alle Beeren haben. Das werde ich auf jeden Fall haben, weil, wie gesagt, ich will jetzt keine Zeit verschwenden mit langen Pokémon fangen, sondern wir fangen es einfach. Wenn es drin ist, ist es drin. Also, wenn wir es schon finden, dann fangen wir es. Soll jetzt nicht allzu lange dauern. Und, ja, und die Beeren, wie gesagt, sonst, ich bekomme hier sonst keine Beeren. Es ist ja nicht möglich, leider. So. Nein, 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 nein. Ich dachte, der quatscht mich jetzt ja auch voll. Und wieder ein Tangela. Ja. Willst du kämpfen? Ja, der will auch kämpfen. So, jetzt bin ich mal gespannt, was der hat. Der hat zwei Pokémon. Das sind fünf Pokémon, das heißt, das kann uns auf jeden Fall treffen. Wir werden jetzt aber auf Finte gehen, direkt. Ich glaube, wir müssen es nicht großartig verwirren. Schauen wir mal, wie viel das zieht. Müsste an sich ziehen. Was gedacht? Nein! Nein! Digga, ist die Challenge jetzt zu Ende? Okay, ich hoffe, wir können Bullshit abhaken. Die Grimasse, das ist egal. Endet wir eben im Eimer. Ja, das ist eh schneller. Alter Schwede. Okay. Schattenstoß oder Finte. Ich glaube, beide Attacken bringen nicht viel.
Okay, Verwirrung selbstverletzt, sehr schön. Finte. Oh, nicht sehr effektiv. Versuchen wir es mit Schattenstoß, das ist eine Prio-Attacke. Oh, das tut ja noch mehr weh. Das tut ja noch mehr weh. Oh, dann wieder brauchen wir es gar nicht zu versuchen. Okay. Der Damage hält sich noch in Grenzen. Okay, ist verwirrt. Okay, trifft sie selbst. Boah, die Alga ist gerade richtig gefährlich, ey. Finte. Und dann könnten wir es eventuell mit Schattenstoß jetzt beenden. Oh, wird knapp. Wird knapp, aber ich mach's jetzt mit Schattenstoß. Prio-Attacke. Nein, es lebt noch. Aber es ist verwirrt, ne? 50-50 Chance und? Okay, es trifft. Es trifft. Aber ich glaube, Verlauden ist das Gefährlichste jetzt an der Geschichte. Alles klar, Schattenstoß. Die Attacke weg. Easy. Ich habe doch keine Angst vor die Heuer gehabt, ey. Deswegen liebe ich diese Challenge, ey. Easy. Super Kapok. Ich laufe nach hinten und heile mich erstmal, weil ich will nicht, dass Kripok in der Box landet. Aber ich habe jetzt auch, warte mal, ich habe ja noch Tränke da, ein bisschen habe ich ja bekommen, ein paar. So. Gehen wir jetzt noch einmal bis dahin, wo wir gerade waren, und dann würde ich hier auch den kurzen Cut setzen. Och Junge, Knurga zum Beispiel wäre auch cool gewesen, ins Team mit aufzunehmen. Wie viel Encounter willst du bewegen? Ja. 3 Meter laufen und wieder. Und weiter. Und, ja. Machen wir mal sonst noch was? Haben wir es dann? Meine irgendwelche Gegner, die wir noch herausfordern. Doch, komm, hier den Käfer sammeln wir noch mit. Den nehmen wir noch mit. Der wird doch bestimmt was Schönes für uns bereit haben, oder? 2 Pokémon, alles klar. Und dann? Ja, das lässt sich, glaube ich, machen mit Finte. Finte ist, glaube ich, relativ gut dabei. Sind wir gut dabei. Jawohl, und ab dafür. Ganz okay, Bastards. Das ist natürlich. Das ist natürlich bitter, ne? Finte. Boah, ich bin mit Kripok so zufrieden. Ne? Das ist unnormal. Ich bin so happy, dass wir Kripok bekommen haben und vor allem halt auch noch mit diesem Moveset, ne? Das ist so krass geil. Ich hoffe nur, dass Kripok uns lange, lange erhalten bleibt. Ja, hier kommen wir nicht durch. Nee. Für 31. Nee, wisst ihr was? Wir machen jetzt hier einen Cut. Ich speichere das einmal ab. Und ja. Nerkerchen. Es macht mir mega viel Bock. Ich hoffe, dass wir relativ weit kommen. Ich werde aber, wenn wir einmal verlieren oder zweimal verlieren, das Ganze nochmal neu starten. Und ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Let's Play Pokémon. Hard Gold Randomizer Nuzlocke Challenge.